Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7 von Let's Play Pony Island. In der letzten Folge haben wir einen bösartigen Dämon, der Sachen von uns abgetippt haben wollte, besiegt. Und jetzt löschen wir die dritte Kerndatei. Also wir versuchen es zumindest. Ja. Wir versuchen es, indem wir auf Lösche unterm Strich Kerndatei klicken. Ich klicke. Bestätigen Sie, sind Sie sicher, dass Sie Kerndatei ausführen möchten? Warnung, die Kerndatei werden benötigt, um das Betriebssystem auszuführen. Durch das Löschen könnte die Maschine funktionsunfähig werden. Ja, dann ja noch nicht. Neustart, denke ich. Errungenschaft freigeschaltet. Sieg? Fragezeichen. Willkommen im Recovery-Modus. Bitte lege dein... Ei. Du hast dich gut geschlagen. Und nun ist es fast geschafft. Sobald du bereit bist, starte ich die Systemlöschung. Danach wird nichts übrig bleiben. Und du wirst befreit sein. Deine Seele wird nicht sicher sein, während die Löschung durchgeführt wird. Du musst dich davon fernhalten. Ich habe ein vertrautes Gefäß vorbereitet. Ich selbst, wir werden uns erneut treffen, sobald alles gesagt und getan wurde. Aber das ist doch genauso, wie als würden wir unsere Seele ins Spiel reingeben. Aber dies ist ein Spiel und du willst es bezwingen. Stimmt's? Also geh und fordere deinen Sieg. Ich vertraue dir ja nicht so ganz. Ja, wir sollen jetzt unsere Seele in ein Pony einfügen. Das hat schon mal jemand gemacht. Ich leite die Systemlöschung ein. Die Seelen, welche gefangen waren, eingeschlossen und gepeinigt, gequält und verspottet durch Frustration. Verrückt gemacht. Nun ist die Zeit, sich zu erheben. Euer Erlöser ist hier. Rennt mit der Geschwindigkeit von 1000 Ponys und seid frei. Null Seelen verloren bis jetzt. Ja, wäre doch super, wenn das dann so bleiben würde. Mit null Seelen verloren. Ja. Der Laserstrahl hält diesmal scheinbar ewig. Vielleicht, weil es nicht nur von deiner Seele ist, sondern von allen. Das kann natürlich sein. Das ist ganz schön viele... Ponys. Ach, wir haben eine Seele verloren. Hier noch. Du willst mir deine Seele nicht geben?
Na gut. Ich werde nicht länger danach fragen. Oh! Satan, hey! Wir verlieren Seelen. Ein paar zu viele für meinen Geschmack. 14. Bisschen Schwund ist immer. Ja, aber ich meine, das sind Seelen. Das ist nicht irgendwie so, oh, mir ist was vom, keine Ahnung, vom Silber verschüttet. Das. Ich kann dem halt nicht ausweichen, das ja. Ist es halt. Ich schätze mal, der holt sich jetzt noch, was er kriegen kann. Ja. Warum habe eigentlich nur ich einen Pony-Laser? Und die anderen Seelen nicht. Wollte dir auf Wiedersehen sagen. Du hast mich getötet. Ja, und ich tu's nochmal. Oh. Komm schon, geh drauf. Ja, geh drauf. Leider Gottes hast du das wahrlich verdient. Darf Satan überhaupt sagen, war leider Gottes? Ich glaube, Satan macht sich recht wenig Gedanken darüber, was er sagen darf und was nicht. Seelen verloren. Ja gut, du siehst ja, wie viele hier sind. Trotzdem, ich mag halt so, das wäre sowas wie Kollateralschaden. Ich mag den Begriff nicht. Das stimmt. Aber halt auch so, weißt du, wenn das heißt, dass jetzt, keine Ahnung, 2000 rausgehen können. Scheint so, als hätten sich ein paar Leute Satan gekrallt. Die haben sich aufgeopfert. Zurück. Himmel? Ich glaube, wir sind Gladiator oder sowas. Eine Burg. Ein Pony. Ich würde mich nicht wundern, wenn dieser Abspann nicht echt ist. Ja, warten wir mal lieber ab. Ha ha ha.
Da, 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 da. Wir tanzen hier beide. Als gäbe es kein Morgen. Oh. Sei nicht beunruhigt. Du hast das Spiel geschlagen. Bitte höre mir einfach zu. Ich habe dir einst erzählt, dass wir das gleiche Schicksal teilen. Aber das ist nur zum Teil wahr. Deine Seele im Spiel wurde befreit, nachdem du es geschlagen hast. Aber meine wird so lange gefangen sein, wie Pony Island verfaulte Bits auf deiner Festplatte bleiben. Ich habe dich langsam von Anfang an geführt. Auf diesen Moment wissend, dass wenn du dieses Spiel nie bezwingen solltest, es nie deinstallieren wirst. Also bitte, tu es. Lösche Pony Island. Rette meine Seele. Das Spiel hat sich gerade selber beendet. Ja. Ja, das der letzte Schritt wäre jetzt noch Pony Island zu löschen. Einfach löschen, aber dann habe ich es nicht richtig deinstalliert. Moment. Ach, da bin ich blöd. Ich glaube schon. Deinstallieren. Deinstallieren. Okay. Sie haben 12 von 20 freigeschaltet. 60%. Dann haben wir es aber nicht richtig gemacht eigentlich. Wir haben wohl ein paar Sachen übersehen. Aber wir haben auch bei Orin und Blind Forest nicht alle. Deswegen, es gilt durchaus als durchgespielt, wenn man nicht alle Errungenschaften hat. Das gilt halt nicht als 100%. Dann war das eine unerwartete letzte Folge. Lost Soul ist jetzt befreit, da wir das Spiel deinstalliert haben. Ist das nicht Hopeful oder Hopeless Soul? Ja, stimmt. Hopeless Soul, hast vollkommen recht. Ja, schön, dass du dabei warst. Es hat mir Spaß gemacht, wie immer mit dir. Und ja, es war ein lustiges kleines Spiel für zwischendurch sozusagen. War es. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in einem anderen Video. Ciao. Tschüss.